Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Hellraid. Ja, und irgendwie finde ich das komisch, ne? Ich habe mich jetzt mal erkundigt auf Facebook, sag ich schon, auf YouTube. Und irgendwie haben die anderen, die Hellraid gespielt haben, es eigentlich schon bei dem ersten Boss aufgehört. Also wäre bei uns dann praktisch ab Folge 4 Ende. Weil wir da ja den Typen da schon gelegt haben. Und die meisten haben auch dort aufgehört. Obwohl das ja weitergeht, wie man sieht. Deswegen frage ich mich halt auch gerade, ob wir jetzt irgendwie einen Sonderstatus haben. Dass wir hier mehr spielen dürfen oder so. Oder ob die hier was schon mittlerweile nachgepatcht haben. ja. Ist natürlich jetzt eine Frage, ne? Warum spielen wir jetzt hier weiter? Weil ich mir denke, das gehört ja bestimmt auch noch zu Hellraid, das so. Deswegen, also. Weiß ich nicht. Gut. Wir werden mal gucken. Und jetzt? Alles klar? Oh nee. So, warte mal. Das ist kaputt. Also ich finde es schon komisch. Die meisten haben nach dem ersten Boss oder was es war, aufgehört. Und für die war Hellraid dann zu Ende. Aber es geht ja weiter. Also das verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht den Sinn. Muss ich vielleicht auch nicht verstehen, weiß ich nicht. Careful.
Oh nein, 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 steh auf, Junge, steh auf jetzt. Oh Gott, ey. Ich laufe hier einfach mit denen einfach nochmal ein bisschen im Kreis rum. Nein, 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 nein. Oh, ich krieg die Krise. Das erste Mal, dass wir in Hellblade gestorben sind. Und ich habe Angst, dass wir noch von vorne anfangen sollen. Oh. Nein, Gott sei Dank nicht. Das wäre es ja jetzt gewesen. Das wäre es ja jetzt gewesen. Steh auf jetzt! Oh nein, 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 steh auf jetzt! Mann, steh auf jetzt! Oh, ich krieg die Krise. Alter, wir sterben nur, weil er halt hier nicht rechtzeitig aufsteht, ne? Weil er noch halb, weiß nicht, halb am Hayabo machen ist. Die machen aber auch Damage hier. Gott, ey. Vor diesem Schildtyp habe ich immer total Angst, ne? Ungelogen. Wir müssen, glaube ich, wieder klettern hier, ne? Kann das sein? Aber wie kommen wir da hoch? Hm.
Ja, nun mach die Luke auf. Wie machen wir das? Wir müssen ja hier hoch dann. Okay. Nein! Oh, shit. Aber es war auf jeden Fall schon richtig. Also, hier. Hier hoch. Wir müssen nur mit weiter Anlauf springen. Mann, wie soll ich denn da hoch, bitte? Das Problem ist halt einfach... Ich weiß nicht, sollen wir uns an die Dinger da oben festhalten? Aber das kann auch nicht sein. Okay, warte mal. Suchen. Pfeile aufnehmen, ja, Pfeile aufnehmen.
Kampf haben wir aufnehmen. Eiltrank. Und jetzt? Das war's oder was? Das war's jetzt oder? Wie soll ich das jetzt verstehen? Also kein Plan, wie wir das jetzt hier weiterführen sollen. Aber... Den Sinn verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Wir haben doch eigentlich alles gemacht, ne? Wir haben das hier alles auf und alles ist super, alles ist super, alles ist toll. Und was jetzt? Und das war's jetzt, oder was? Ich verstehe jetzt gerade gar nichts. Ich verstehe gerade wirklich gar nichts. Wir haben ein Geheimnis gefunden, okay. Aber wir haben ja noch dieses Ritual unterbrochen. Ja, wir gehen jetzt mal zurück. Vielleicht müssen wir auch zurück. Das ist jetzt eigentlich der einzige Weg.
Something doesn't sound right. Make haste. Okay, anscheinend geht's hier doch weiter. You think that you can change the inevitable? Ach du Scheiße. Mein Gott, lass mich doch mal in Ruhe. Ihr seid nervenfähig.
Überleben Sie in den Hinterhalt. Ja, danke. Oh, mir juckt der Kopf. Wenn man es gerade nicht braucht, ne, juckt irgendwas. Sei es die Nase, der Kopf oder das Auge oder irgendwas. So, komm, geht down jetzt. So, komm, du auch. Du bist bitte auch down. Du sollst down gehen, Junge. Und was jetzt? Oh, noch ein Hinterhalt. Steh auf. Steh auf, Junge. Du sollst aufstehen, Junge, Mann. Steh auf jetzt. Muss ich ernsthaft den Bogen nehmen? Doch. You've made it, my friend. That skull. There the remains. Bin ich dein Freund? Once corrupted by Anant, he started worshipping Baal. The king's remains are the only thing that keeps her connected to this realm. Bring it to me. I know what we need to do. Oh Gott, was ist das jetzt? Forces are in disarray. We need to strike now, before she can fight back. We must shatter the skull and break the link. Cast her back to the Hell's Void, where she belongs. Nochmal? Is weak, but strong enough to bring about your demise.
Okay, gut, das machen wir aber jetzt nicht mehr in dieser Folge. Wir machen das in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass wir dem dann auch irgendwie mal ein Ende setzen. Weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das DLC doch so lange geht. Weil, wie gesagt, ich hatte ja schon, glaube ich, relativ am Anfang der Folge gesagt, dass viele, die das DLC gespielt haben, eigentlich höchstens 4 bis 6 Folgen hatten. Und dann auch nur bis zum ersten Boss. Dass es weitergeht, das hat keiner irgendwie erwähnt. Also dementsprechend, ja, gucken wir mal, wo uns die Reise noch hinführt. Ja, und dann, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich bedanke mich fürs Reinschauen. Und ja, bis dahin. Ja. Bis zum nächsten Mal.